Hallo meine Lieben. Ja, ich bin euch noch das Aufgebraucht-Video für den Dezember schuldig. Ja, es ist ein bisschen viel. Mein ganzer Tisch steht voll und ich würde sagen, macht es euch bequem, holt euch was zu trinken. Es wird ein längeres Video. Ich mache euch wieder sämtliche Sachen, die ich euch zeige, unterteile ich das Video in Kapiteln. Ihr könnt die Kapitel entweder über die Infobox, da verlinke ich euch auch meinen Shop, aufrufen oder ihr geht mit dem Mauszeiger über die Zeitleiste vom Video und ihr habt die einzelnen Timesteps drin. Ihr könnt hin und her hüpfen, wie euch das gefällt, wenn ihr jetzt einen Duft überspringen wollt oder wenn ihr einen Duft ja, insbesondere nochmal sehen wollt oder sucht, so tut ihr euch leichter. Ist zwar ein kleines bisschen mehr Arbeit, aber ich mache das gern für euch. Ich würde auch sagen, wir fangen an. Ich habe hier ganz viel aufgeschrieben. Ich schreibe mir immer die Duftbeschreibungen auf für euch, dass ich es euch zeigen kann. Ich fange an jetzt mit dem ersten Stapel an Wachs, das leer ist. Fällt schon um. Ich habe es jetzt extra niedrig gestapelt. Ja. Und zwar haben wir diesen Zettel. Diesen Zettel. Der erste Duft, den ich euch zeigen möchte, den ich aufgebraucht habe, das ist ein ganz toller Duft, der ist bei mir aus dem Club, Prickly Pear Agave. Der ist aus der letzten Bar Comeback Aktion. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ist zwar jetzt kein typischer Winterduft, ich mag ihn wahnsinnig gerne im Badezimmer. Ich mag ihn aber auch gerne, wenn ich, ja, am Rumräumen bin oder ein bisschen Power brauche zum Aufräumen. Der ist einfach, es ist eigentlich ein super geiler Sommerduft, aber ich liebe ihn. Sonst wäre er ja auch nicht in meinem Club. Für mich ist er sehr frisch, er riecht sehr frisch. Hat auch was Fruchtiges. Und die Duftbeschreibung zu Prickly Pear Agave sagt Feigenkaktus, Agave und Blütenblätter. Ein ganz toller Duft, kann ich Ihnen empfehlen, wenn er nochmal drankommt. Wie gesagt, ich habe ihn im Club, regulär gibt es ihn ja nicht mehr. Ja, das war der erste Bar. Dann machen wir weiter mit Jerry's Jubilee. Jerry's Jubilee, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, einer der Weihnachtsdüfte, der vielen Weihnachtsdüfte. Ja, ein toller, fruchtiger Kirschduft. Was soll man dazu sagen? Es ist ein richtig schöner, fruchtiger Kirschduft. Ein Spritz hat Zitrone drin. Jerry's Jubilee. Die Duftbeschreibung sagt schwarze Kirsche, Himbeere und frische Zitrone. Und ich liebe den Duft. Er hat es bei mir aber nicht in den Club geschafft. Ich finde leider, dass er in der Lampe, also so nach 4, 5 Tagen, hat er richtig geschwächelt bei mir. Ich mag ja starke Düfte. Gut, ich habe auch viel Wachs, aber ein ganz toller Duft, hat mir Spaß gemacht, war mir dann aber auf die langfristig zu gesehen, wenn er in der Lampe ist, ein bisschen schwach um die Brust. Dann ist leer geworden ein Frosted Cinnamon Roll Bar. Das war der Duft des Monats, lass mich nicht lügen, September. Also er bekommt ihn nicht mehr und der war richtig gut. Ich habe aber jetzt momentan tatsächlich so ein bisschen die Nase vom Gewürzen und Zimt ein bisschen voll. Er ist zimtig, er hat eine schöne Vanille, diese Gewürznoten. Es ist einfach, ja, ein Franzbrötchen im Ofen. So riecht es und ein ganz toller Duft gewesen. Wenn er nochmal irgendwann kommt, werde ich ihn mir wahrscheinlich auch nochmal besorgen, wenn die Jahreszeit passt. Frosted Cinnamon Roll in der Duftbeschreibung sagt gemahlener Zimt, süße Nelke und Vanillezucker. Ganz toll. Hat Spaß gemacht, war auch bei mir in der Küche drin. Jo, dann habe ich verduftet. Ja, einer von meinen Lieblingen aus dem Katalog. Müsste ich euch mal ein Video machen. Meine Top 5 Düfte oder so aus dem aktuellen Sortiment. Ist bestimmt interessant. Cozy Cardigan. Ich liebe Cozy Cardigan. Cozy Cardigan ist ein sehr sinnlich weiblicher Duft, finde ich auch nicht zu stark. Er hat eine gute Performance in der Lampe. Ich mag ihn als Wachs, ich mag ihn als Pott, als Duftblume.
Habe ich ihn mir besorgt, aber noch nicht aufgestellt. Kann ich also noch nicht sagen, wie mir die Duftblume gefällt. Aber er ist einfach wirklich, wirklich ein super toller weiblicher Duft. Ich hätte ihn wahnsinnig gerne als Parfüm. Also wenn ich diesen Duft als Parfüm kriegen würde, ich würde mich da drin echt reinlegen. Die Duftbeschreibung sagt sanftes Veloursleder, Rosenblüten und Amber. Und der ist noch erhältlich, also er ist aktuell auch im Katalog. Wer den Duft haben möchte, einfach bei mir in den Shop gehen, rebeccasduftliebe.sensi.de. Ihr könnt euch das Wachs, die Sensi Bars, zusammenbündeln, in kombinieren und sparen, entweder als 3er-Set oder als 6er-Set. Das 6er-Set rentiert sich am meisten, weil zahle 5 und bekommst 6. Also so ist das Kombinieren und Sparangebot. Und ich meine, 6 Bars sind schon echt ein bisschen was. Gut, mein ganzes Haus ist voll Lampen, ich brauche einfach so viel Wachs. Aber wenn man jetzt ein oder zwei Lampen hat, dann kommt man damit lang hin. Und man kann aber sparen und das ist eine ganz tolle Sache. Ja, dann machen wir weiter. Auch wieder ein Weihnachtsduft. Karamell Pralin Cake. Der Duft am Anfang hat mir, ja, hatte ich ein bisschen Angst vor dem Duft. Aber in der Lampe ist er toll. Also wenn ich ihn jetzt kalt rieche, hat er auch nichts mit dem Duft zu tun, der warm in der Lampe war. In der Lampe, er wird wirklich wie flüssige Schokolade, wie weiße, flüssige Schokolade und man sitzt da drin. Also so ein Gefühl hatte ich, wenn ich den Duft umgeben hatte. Das ist einfach nur ein richtig toller, herrlicher Duft. Wahnsinnig vanillig und einfach aber so reichhaltig vanillig. Und ja, wie gesagt, für mich einfach auch wie weiße Schokolade, in der ich bade. Ich habe auch noch ein Backup-Bar da. Aktuell ja auch nicht mehr erhältlich. Die ganzen Weihnachtsdüfte sind ja jetzt weg. Aber die Duftbeschreibung zu Karamell Praline Cake sagt uns: süße Praline, buttrige Vanille und Karamellträufel. War ein Angstduft von mir, ist aber super toll. Auch gerade wenn es draußen kalt ist. Im Sommer bräuchte ich ihn jetzt nicht. Schön, echt schöner Duft. Dann machen wir weiter. Habe ich auch ein Bar gebraucht. Ganz aktuell für euch und sogar noch zum Schnäppchenpreis, weil das ist der Duft des Monats Januar. Und zwar Candy Orchard. Das ist ein echt, also ich hatte ja auch ein bisschen Angst. Ich bin ja nicht so bäckereimäßig, wobei ich sehr viel Bäckereidüfte inzwischen echt mag. Die sind mir jetzt über den Winter ans Herz gewachsen. Er ist, wie soll ich jetzt das beschreiben? Er ist fruchtig, auf jeden Fall fruchtig. Es ist wie ein Bonbon in der Lampe. Aber nicht klebrig, also so ein vanilliges Bonbon, das in der Lampe schwimmt. Und zwar sagt die Duftbeschreibung dazu Zuckerwatte bzw. gesponnene Zuckerfäden, süße Himbeere und warme Vanille. Aktuell Schnäppchenpreis ist für 7,65 Euro zu haben, also ihr spart euch 10%, weil es der Duft des Monats Januar ist. Im Dezember, Februar wird er wieder teurer. Und die Düfte des Monats könnt ihr immer für 3 Monate kaufen. Also dann verschwinden die. Das heißt, ihr bekommt jetzt aktuell noch, könnt ihr euch kaufen den Dezemberduft, den Novemberduft und den Oktoberduft. Den gibt es auch noch. Ja. Und, oder? Oktober. Ja. Oktoberduft, glaube ich, müsste es noch geben. Auf jeden Fall der Novemberduft, das ist meine Empfehlung, holt euch den noch. Ich hab mir noch mal was nachgeholt, weil ich ihn nicht ins Club legen wollte. Ist ein super Duft, aber ja, ich will das Video nicht so in die Länge ziehen, deswegen versuche ich jetzt ein bisschen durchzurushen. Das waren jetzt der erste Stapel. Wir gehen weiter zum zweiten Stapel. Ihr seht, ich habe total gemischt Wachs. Ich habe auch geguckt, also ihr müsst jetzt keine Angst haben, ich habe jetzt nicht jeden Wachsbar komplett gebraucht. Manchmal waren nur ein oder zwei Würfelchen drin, kommt immer drauf an, weil ich auch durchs Testen oder mal Probengießen ein bisschen Wachs brauche oder ja noch alte Bars habe, die ich dann wegarbeite, weil für das Wachs ist es ja auch nicht gut, wenn es jetzt
ja, 3 Jahre in der Schublade liegt. Deswegen gucke ich immer, dass ich durcharbeite, was ich so habe. Ganz aktuell auf jeden Fall auch noch zu haben, deswegen möchte ich euch den jetzt von dem Stab als erstes zeigen. Der Olaf, und zwar Warm Hugs. Es ist ein für mich ganz toller Duft. Ich liebe ja Minze. Und der Olaf, das ist einfach Minze. Aber so eine richtig schön verträumte Spazierengehen in Winterminze mit Vanille. Oh, es ist richtig, richtig toll. Fast wie man Minzbonbon lutscht. Ich liebe den Olaf-Duft. Wie gesagt, ganz aktuell in der Disney Frozen Kollektion wieder zu haben. Auch noch eine ganz tolle Olaf-Lampe drin. Also ich liebe ja die Olaf-Lampe. Die sieht so toll aus. Ich habe sie mir nicht gekauft. Sie ist ein bisschen teuer. Ich habe sehr viele Lampen. Ich kann mir leider nicht alles kaufen, was ich möchte. Auch ich muss ein bisschen gucken. Aber den Duft habe ich, den habe ich auch mehrfach hier. Und Olaf Warm Hugs, die Duftbeschreibung sagt, kühle Minze, verschneite Wälder und warme Vanille. Und es ist ein wunderbarer Duft. Ich überlege sogar, einen Club zu legen, weil der kommt im Sommer auch richtig gut. Gerade wenn es heiß draußen ist und man hat so ein bisschen Minze, das ist ja schön, ist schön. Dann haben wir einen Duft, den hatte ich, weiß jetzt nicht, ob Schatztruhe war oder ob er mal aus dem Flash Sale war oder ob er so gar nicht in einem, ich glaube, das war mal ein Flash Sale Duft. Auf jeden Fall ist es Wally Classified. Classified ist ein sehr frischer Duft. Er war auch bei mir im Badezimmer, wobei ich sagen muss, wenn es jetzt Sommer gewesen wäre, wäre der Duft bei mir im ganzen Haus gewesen, weil ich mag den Duft sehr gerne. Er hat mir gut gefallen. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe mir einfach, ja, weil es halt vergünstigt war, der Bar, habe ich mir geholt. Er hat ein bisschen einen Hauch von Wellness für mich. Ich fühle mich gleich frisch, wenn ich dran rieche. Also so fast schon wie geduscht und richtig erfrischt. Die Duftbeschreibung zu Classified sagt, knackiger Apfel, wässrige Gurke und taufrisches Grün. Und er riecht einfach, ja, so ein bisschen fruchtig, aber sehr frisch. Gerade die Gurke und das Grün. Und dann kommt aber der Apfel mit der Süße auch ein bisschen durch. Ist ein sehr toller Duft. Mir hat er im Bad gut gefallen. Und ja, für den Sommer komplett. Aktuell gibt es ihn ja leider nicht mehr. Aber ist bei mir auch leer geworden. Dann ein Duft noch aus dem Sommer. Das war noch aus dem Sommerkatalog. Ich werde ihn mir wieder kaufen. Das ist ein Duft, den liebe ich. Er ist wahnsinnig stark. Oh Gott. Man bekommt sofort Urlaubsvibes. Und zwar ist es Kukui and Coconut. Es ist einfach nur ein richtig sommerlicher. Ich würde jetzt nicht sagen wie Sonnencreme, aber kennt ihr diese Boom Boom Creme? Brazilian Boom Boom Creme ist ziemlich teuer. Ich habe die ab und zu im Sommer. Gönne ich mir selber oft zum Geburtstag. Und die riecht so wie dieses Wachs. Und ich liebe diesen Duft. Er ist einfach wirklich für mich Sommer, Sonne, Urlaub. Man riecht zwar Kokosnuss, aber es ist nicht nur Kokosnuss. Es ist einfach so ein toller und vor allen Dingen auch starker Duft. Also der, wenn drin ist, das riecht man. Hatte ich auch jetzt im Winter im Badezimmer. Aber ich muss wirklich sagen, als ich ihn im Badezimmer hatte und ins Bad gegangen bin, draußen ein richtig kaltes Dreckswetter mit dem ganzen Regen war das. Und der Schnee war weg. Und ich habe dann Kukui and Coconut im Badezimmer und gleich gute Laune bekommen, gleich an Sonnenschein und Sommer gedacht. Düfte sind einfach faszinierend. Und zwar die Duftbeschreibung zu Kukui and Coconut sagt tropische Kokosnuss, Kukui-Nuss und zarter Jasmin. Ich bin ein wahnsinniger Jasmin-Fan, ich habe auch Parfüm mit Jasmin. Und ja, aber toller Duft. Werde ich mir auch wiederholen, ist nicht im Club. Ich weiß halt leider nicht, ob dieser Duft überhaupt wieder in den Sommer-Frühling-Katalog reinkommt. Kann auch sein, dass er verschwindet. Dann habe ich Roulette gespielt und verloren.
weil ich ihn nicht im Club habe. Dann muss ich darauf warten, dass er eventuell irgendwann mal wiederkommt. Dann ein Duft, der ja eigentlich erst gar nicht mein Freund war. Und zwar Jammy Time. Mit Jammy Time habe ich das erste Mal Kontakt gehabt als Waschmittel von Sensi und Washerwiffs. Habe dran gerochen an dem Washerwiffs und habe mir gedacht, naja, ich weiß jetzt nicht, nimmst du jetzt mal für Handtücher her und probierst mal aus. Und ich habe mich dann verliebt. Also das ist wirklich ein Duft, den muss man einfach erlebt haben, weil auch wenn ich ihn kalt rieche, er riecht anders, wie wenn er warm wird, wenn er sich verteilt in der Luft oder in der Wäsche oder eben auch als Pots. Also Jammy Time ist ein Duft, der mich runterbringt, der mich beruhigt, der mich erdet. Für mich ist er absolut mein Schlafzimmerduft. Ich habe, also das war ein voller Bar, den habe ich jetzt im Dezember komplett im Schlafzimmer verheizt, sage ich ganz mal. Also wenn der ausgeduftet war, habe ich sofort auch wieder Jammy Time reingetan. Das war mein Duft, weil ich mich da einfach wohl gefühlt habe. Und ja, Beruhigung, runterbringen, er riecht sehr lavendelig. Also wer Lavendel nicht mag, für den ist Jammy Time natürlich auch nichts. Aber ich lese euch mal schnell die Duftbeschreibung vor zu Jammy Time. Fräsien, Lavendel und Duftwicke. Es ist ein sehr toller Duft. Wirklich, ich liebe ihn. Aber es ist halt wirklich auch ein Duft, mit dem man sich anfreunden muss. Es war nicht die Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe mir schon nachgekauft bei der letzten Bestellung. Ich habe schon wieder einen Freund hier, weil ich ganz traurig war, dass er leer war. Machen wir gleich... Nee, das mache ich nachher. Auf jeden Fall Jammy Time. Ein toller Duft fürs Schlafzimmer. Ja, kann man auch so im Haus, aber für mich ist er mein Schlafzimmerduft. Wie gesagt, ein Wäscheduft habe ich als Waschmittel jetzt leider nicht mehr da. Werde ich mir nachkaufen, weil ich meine Bettwäsche immer damit wasche. Nur meine Bettwäsche und Handtücher. Toll. Könnte ich Schlafanzüge auch damit waschen, aber die sind immer mit in einer anderen Wäsche. Ja, dann einen Duft, der war bei mir mal in einer 10er-Set-Box von Sensi drin, so ein Schnäppchenbox, 10 Wachsbars für 35 Euro, wo man sich nicht aussuchen hat können, welche Bars drin sind. Das war so eine Überraschungskiste, dafür waren die Bars aber sehr billig, weil 10 Bars für 35 Euro sind 3,50 Euro pro Bar. Und unter anderem war dieser Orchard Apple and Spice drin. Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, aber es ist ein toller Herbstduft. Also es ist ein wirklich toller Herbstduft. Für mich hat der was Laubiges, obwohl überhaupt keine, ja, in der Duftbeschreibung nichts mit Laub drin ist. Fast ein bisschen muffiges Laub, aber sehr fruchtig. Und sehr gewürzt. Also man riecht die Gewürze raus. Und die Duftbeschreibung, die sagt Granatapfel, saftige Kirsche und warme Gewürze. War jetzt ein toller Duft. Ich habe ihn einmal versucht zu mischen mit Vanilla Bean Buttercream. Hat auch sehr gut mir gefallen, wobei er pur auch sehr gut ist. Also das ist ein Duft. Für den Herbst war er schön. Dann haben wir einen, den habe ich sogar auch nochmal da. Ich weiß, als ich mir die ersten Sensi-Sachen gekauft habe, da waren das auch so die Düfte, die man eventuell in der Schatztruhe gefunden hat. Deswegen habe ich von denen auch noch ein paar da. Und zwar Keep It Sassy. Ist ein schöner, fruchtiger Duft. Der hat für mich auch eine gewisse Frische und Weiblichkeit. Aber ja, er ist fruchtig und frisch. Hat auch sehr, ja, parfümig. Ich würde jetzt nicht sagen, ein schweres Darmparfüm ist es auf gar keinen Fall, aber geht in so ein bisschen diese parfümige Richtung auch mit rein. Es ist ein sehr schöner Duft. Es war auch nicht mehr so viel drin. Ich habe ihn halt aufgebaut. Und zwar sagt die Duftbeschreibung zu Keep It Sassy: spritzige Zitrone, Kirschblüten und Zuckerrohr. Wirklich toller Duft. Und für mich ist er, für meine Nase ist er eher tatsächlich ein bisschen, ja, blumig auch, aber eher fruchtig. Ja, also Keep It Sassy, toller Duft. Dann machen
wir weiter mit. Sind wir schon? Ja. Wir sind ja schon hier. Hier beim letzten Duftwachs, was ich aufgebracht habe. Und zwar auch ein Sommerduft. Summer Moonlight. Summer Moonlight ist eigentlich eine Hassliebe von mir. Aus dem Grund, er riecht wahnsinnig gut. Ich habe mich sofort in diesen Duft verliebt. Er ist fruchtig. Er hat auch Sandelholz drin und dieses Sandelholz liebe ich ja. Und er riecht einfach göttlich verträumt, so richtig verträumt. Ich mag ihn. Und warum hasse ich ihn? Weil er mir zu leicht ist. Also dieser Duft, der ist für meine Nase so leicht. Mir geht es mit Luna ähnlich. Ich nehme ihn wahr, ich rieche ihn auch, aber er ist so mild. Er ist ein perfekter Duft für Leute, die sagen, die möchten keinen Duft, wenn sie in einen Raum reingehen, der richtig knallt, sondern einfach nur ein bisschen was wahrnehmen, was gut riecht. Dann ist es euer Duft. Absolut. Aber für mich ist er ein bisschen zu schwach und deswegen ist es eine Hassliebe, weil ich liebe den Duft. Aber die Intensität ist für mich zu schwach. Langanhaltend ist er. Also in der Lampe, man riecht ihn auch nach 3-4 Tagen noch, aber eben sehr, sehr schwach. Und ja, das ist Summer Moonlight. Die Beschreibung von Summer Moonlight ist frische Erdbeeren, Duftwicke und Sandelholz. Ein wirklich toller Duft, aber ja. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem wieder Summer Moonlight kaufen, wenn er im Sommer, Frühling-Sommer-Katalog ist, weil er mir eben gefällt, aber er so schwach ist. Vielleicht im Schlafzimmer, weil da ist die Tür immer zu. Ja, dann habe ich gebraucht Scentpacks. Und zwar dieses Mal sogar 4 Scentpacks. Da können wir schnell durchgehen. Und zwar habe ich gebraucht den 100 Morgenwald. Den habe ich in meinem Body im Bett ausgetauscht. Da habe ich das Scentpack raus und ein neues Scentpack rein. Die Duftbeschreibung zu 100 Morgenwald ist Blau, Baumwollblüten, Jasminblüten und süße Vanille. Ein ganz toller Duft. Ich mag den Duft sehr gerne. Er ist aber auch sehr leicht. Ähnlich wie bei Summer Moonlight, fast zu leicht. Ich habe allerdings zu dem Winnie Pooh 100 Morgenwald Duft einen Duft gefunden, der ähnlich ist und sehr intensiv ist. Der ist bei mir im Club. Den zeige ich euch aber ein anderes Mal. Ja, dann habe ich an Scentpacks gebraucht den Polarbeerhack. Der Polarbeerhack ist, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, bei meiner Kleinen im Body drin. Den hat sie sich ausgesucht. Nee, sie schüttelt den Kopf. Sie ist nämlich gerade hier. Sie schüttelt den Kopf. Was hast du drin? Darfst du sagen? Emerson Rain. Emerson Rain habe ich dir reingetan. Ja, davon habe ich noch nicht mal, also habe ich noch nicht mal das leere Päckchen. Emerson Rain ist auch ein ganz toller Duft. Ja, aber Polarbeerhack, wir sind ja beim Polarbeerhack. Dann habe ich ihn, glaube ich, ins Nackenhörnchen reingetan, in den Yeti. Kann gut sein. Oder war das... Nein, es war im Hamish, in dem Babybody. Da ist der Polarbeerhack. Jetzt habe ich es wieder zusammengekriegt. Ist ja jetzt schon ein bisschen her. Auf jeden Fall Polarbeerhack, Duftbeschreibung, Brombeermarmelade, karamellisierter brauner Zucker, Vanille und Amber. Ich muss sagen, von der Duftbeschreibung her gar nicht mein Duft. Ich liebe das Wachs. Polarbeerhack ist ein so, so toller Duft. Und ich bin auch echt am Überlegen, den im Club reinzutun über den Sommer, weil ich den Duft so toll finde. Allerdings gibt es ja immer tolle Düfte. Jo. Dann haben wir Wizarding World, Harry Potter. Ein ganz toller Duft. Ist standardmäßig eigentlich bei der Hedwig dabei. Wenn man sich den Hedwig Body kauft, ist dieser Duft dabei als Scentpack. Und oder kann man sich das sogar aussuchen? Ich glaube, bei der Hedwig könnte man sich den sogar konfigurieren. Auf jeden Fall ist das der Duft meiner großen Tochter. Sie hat die Hedwig letztes Jahr, ich glaube, Ostern bekommen. Und jetzt haben wir erst das Scentpack gewechselt. Das heißt, es war sehr lange drin. Jetzt hat sie wieder ein frisches Scentpack und die Hedwig riecht einfach wieder sehr intensiv. Also ganz toll. Dann habe ich gebraucht ein Scentpack Fluffy Fleece. Ich bin weggefahren. Ich wollte mal ausprobieren, wie es ist, ein Scentpack in die Reisetasche zu schmeißen. Aktuell liegt es jetzt bei mir im Kleiderschrank.
Also man kann, ups, die Sandpacks nicht nur für die Buddies hernehmen. Oh, jetzt habe ich was ins Auge bekommen. Die Sandpacks nicht nur hernehmen für die Buddies, sondern auch eine Schublade zu beduften, eine Handtasche zu beduften oder wie ich das gemacht habe, eine Reisetasche. Fluffy Fleece ist aktuell mein Waschmittel. Ich wasche oder habe, jetzt ist fast leer, ihr werdet es im nächsten aufgebraucht dann sehen, mit Fluffy Fleece sehr viel gewaschen. Ein ganz toller Duft. Ich liebe den Textilerfrischer im Fluffy Fleece, also Wahnsinn. Toll. Auf jeden Fall Fluffy Fleece, auch Duftbeschreibung ist Johannisbeere, Moschus und Heliotrop. Und von Wizarding World, glaube ich, habe ich die Duftbeschreibung unterschlagen. Wizarding World ist Zitrus und grüner Apfel, Mahagoniholz, Vanille und Amber. Das war Wizarding World. Sind alles Düfte, die ich auch als Wachs sehr mag. Dann haben wir die Scentpacks durch. Wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, vielleicht schaffe ich es sogar in einer halben Stunde. Dann habt ihr nicht so ein Monster-Video. Ja, dann kommen wir zu den Pots. Pots habe ich, da muss ich jetzt nochmal hier aussuchen, Duftbeschreibungen. Pots habe ich nämlich auch gebraucht. Ich habe mir vorgenommen, wieder ein bisschen mehr mit den Pots zu beduften. Und zwar habe ich verbraucht den Jammy Time. Der Jammy Time ist im Luftreiniger drin gewesen, im Schlafzimmer, während ja das Wachs auch im Schlafzimmer war. Also praktisch doppelte Ladung Jammy Time. Und ich wollte einfach mal die Jammy Time Pots ausprobieren, wie die sich entwickeln im Gegensatz zu dem Wachs. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe es geliebt. Ich habe mein Schlafzimmer mit Jammy Time Dröhnung und Jammy Time ist wirklich ein intensiver Duft geliebt. Ich konnte es schlafen wie ein Baby. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das gar nicht so, wenn es im Bett dann so intensiv riecht, wenn sie schlafen wollen. Aber mich stört Licht, mich stören Geräusche und mich stört, wenn es stinkt. Aber wenn ein guter Duft da ist, das liebe ich, kann ich gut schlafen. Auf jeden Fall Duftbeschreibung nochmal zu Jammy Time, weil ja ich das auch als Pot verbraucht habe. Fräschen, Lavendel und Duftwicke. Ich liebe den Duft einfach. Dann habe ich als Pot aufgebraucht und zwar den Cozy Cardigan. Der war so ein bisschen gesplittert, den habe ich ein bisschen im Sensi Go drin gehabt. Dann habe ich da den Pot wieder raus, hatte die dann auch im Schlafzimmer, als der Jammy Time dann irgendwann durch war, mit drin. Und also die waren so überall, wo ich einen Ventilator hatte von Sensi, habe ich die Cozy Cardigan mitgenommen, weil Cozy Cardigan ein so toller Duft ist. Ich hatte ihn auch kurzzeitig im Auto, wobei mein Autoduft ja Amazon Rain ist. Und hier zu Cozy Cardigan nochmal die Duftbeschreibung. Sanftes Velourleder, Rosenblüten und Amber. Wie gesagt, beide Düfte, also auch als Pots, noch aktuell im Sortiment. Rebeccasduftliebe.sensi.de. Ihr könnt übrigens die Pots auch in Kombinieren und Sparen reinmachen. Geht auch. Also ihr könnt da... Guckt einfach unter Kombinieren und Sparen. Ihr spart euch wirklich ein bisschen Geld, wenn ihr die Produkte eh benutzt, dann warum nicht gleich ein bisschen mehr kaufen, Geld sparen, Versandkosten sparen. Ja. Und als Pots leer geworden war, hier unten im Luftreiniger drin und im Gästeklo der Cranberry Candy Cane. War ein Duft aus der Feiertagskollektion. Ja, riecht man leider hier in der Schale nicht mehr so. Ich liebe den Duft. Es ist ein sehr toller Duft gewesen, aber nicht mehr erhältlich. Da sagt die Duftbeschreibung Kirsche, weiße Preiselbeere und Kardamom. Und es ist ein wirklich toller Duft. Ich habe noch einmal Vanilla Barnwood da auch als Pots, auch aus der Feiertagskollektion. Also das ist halt, ja. Aber ich freue mich jetzt aktuell auf die Valentinstagskollektion. Habe ich mir auch Pots bestellt. Und siehe da, was habe ich noch hier? Ich habe leer gemacht ein Körperspray und zwar in der Duftrichtung Schimmer. Ich mag die Körpersprays von Sensi gerne. Im Winter benutze ich sie nicht so viel. War halt im Sommer noch gut leer geworden, war jetzt noch ein Schlückchen drin. Ich mir gedacht, komm, bevor es jetzt so lang rumsteht, nimmst du es auch her. Ich habe es dann hergenommen, nicht wirklich wie Parfüm, aber wenn ich jetzt mich
frisch gemacht habe in der Früh und kein Parfüm aufgetragen habe, habe ich mich mit dem Körperspray nochmal eingesprüht. Im Sommer mag ich es wahnsinnig gern, wenn es eh so warm ist, weil man ein bisschen Abkühlung, Erfrischung braucht. Fand ich es ganz, auch wenn man unterwegs ist, in der Handtasche, Körperspray. Und zwar ist es die Duftrichtung Schimmer. Die Duftbeschreibung sagt süße Kirschen, samtige Aprikosen, weißer Moschus und gesponnene Zuckerfäden. Also es ist ein toller Duft. Schimmer war auch als Handcreme ganz toll. Ich habe das Duschgel auch geliebt. Also Schimmer ist für mich ein ganz toller Duft. Aber ich glaube, aktuell ist er nur als Wachs. Jo. Und das war es jetzt mit meinem Aufgebraucht. Es ist doch eine gute halbe Stunde geworden. Ich wünsche euch was. Wie gesagt, ich setze euch das Video in Kapiteln. Ihr könnt jeden Duft einzeln aufrufen. Eine Sache habe ich noch. Mein Gott, hätte ich fast vergessen. Eine Duftblume ist leer. Ihr seht, wie lange die Duftblumen halten. Die ist nämlich aus der Kollektion, aus der Stitch-Kollektion, als die gekommen ist. Und das war noch im Sommer. Und die habe ich neu aufgemacht. Das war mit eines der ersten Videos, glaube ich, die ich gemacht habe, als ich die Duftblume aufgemacht habe. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber die war jetzt ewig lang. Die war unten bei mir im Gästeklo gestanden. Ihr seht, hier hat sie jetzt auch schon Farbe verloren. Also da, wo es ganz dunkel ist, da sie riecht immer noch, aber sie ist auch jetzt inzwischen ausgetrocknet. Wenn die Blüte aus Solarholz, die ist aus Solarholz gefertigt, handgefertigt, wenn die nicht mehr feucht ist, dann ist es auch mit der Duftabgabe so ziemlich vorbei. Unten, die Flüssigkeit, die drin ist, das Duftöl, das verbraucht sich zwar schneller, aber dadurch, das ist alles im Docht und in der Holzblüte drin, die hält Monate. Also nicht nur Wochen, sondern Monate. Also, und ja, der Stitch-Duft, der ist halt toll. Es war ein richtig toller Sommerduft, aber den habe ich halt jetzt bis über den Herbst gezogen, weil ja die Duftblume so lang hält. Die Duftbeschreibung zu dem Stitch, das ist übrigens das Experiment 626, so heißt der Duft. Die Duftbeschreibung sagt Orange, Ananasnektar, Zuckerrohr und salziger Meeresdunst. Ich liebe die Duftblumen. Valentinstagskollektion unbedingt, gibt es auch eine Duftblume und es gibt einen Duftblumenstrauß, der ist größer, der hat 3 tolle Blüten dran, ist eine schöne Sache, hält auch wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange, könnt ihr Blumenstrauß als Duftblume verschenken, anstatt Frischblumen. Jo. Aber das war es jetzt wirklich. ich habe euch jetzt nichts mehr unterschlagen, nein. Ich kann jetzt den Müll endlich endgültig wegwerfen und ich denke, in 2 Wochen gibt es dann, oder in 3 Wochen gibt es das nächste Aufgebraucht-Video, weil ja dann der Januar vorbei ist und ich, jo. Gut, dann wünsche ich euch was. Bis dann. Bye, bye.